Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Soma. Hier in einem schiefgelaufenen Gehirnscan, sagen wir es mal so. Wir haben uns ja letzte Folge draufgesetzt, unser Gehirn wurde gescannt und dann Bumbatsch, Klong und alles kaputt und Hilfe, was ist hier los? Alles hat sich irgendwie voll geändert und ich glaube, das wird lustig. Scheiße. Die Scheibe ist kaputt, hier ist überall Blut, das sieht nicht gut aus. Ich bin Feuerlöscher, wenn du kommst, Alala, nachts. War das vielleicht zu laut? Vielleicht soll ich sowas in Zukunft unterlassen. Okay, ich höre überall Geräusche. Mir gefällt das hier nicht. Hä? Darf ich hier nichts machen? Ich höre ein Geräusch hier. Das ist nicht schön. Ich möchte wieder zurück in mein Apartment. Auf der Stelle. Okay. Servicekonsole. Omni-Tool Chip-Installationsprogramm. Bauen, formen und optimieren Sie Ihr Omni-Tool. Was ist ein Omni-Tool? Mit vollständig benutzerdefinierbaren Werkzeugen und Hilfsmitteln. Okay. Wir sind weiter in der Zukunft auf jeden Fall. Was machen diese Teile hier? Die Anzüge. Was braucht man die hier? In diesem stinknormalen Labor. Ja, müssen irgendwie die Tür aufbekommen. Was ist, wir brauchen die Servicekonsole, damit wir die Terminal freischalten können, oder was? Hey. Hey? Wie geht das? Ich wette, ich muss irgendwas drücken. Hey. Alles einmal eingeschaltet, stimmt, letzte Folge. Was sind das hier eigentlich? Huh. Okay. What? Was war das? Ich bin mich leicht erschrocken. Alter! Was war das? Ich fühle mich gerade nicht mehr so selbstverständlich, oder? Können wir nicht weiter? Okay. Jetzt wird's interessant, Leute. Das können wir auch hier kein Spielchen mehr machen. Was ist das? Tür wurde zugesperrt, damit hier nichts reinkommt, vielleicht? Oh, kurz Platz hier. Falls ich mal irgendwie wegrennen muss. Okay. Also hier will ich auch keine Gefahr, vielleicht sind wir auch alleine. Ist ja möglich, ne? Das heißt, wir laufen einfach mal nur stinknormal weiter. Geht auch zu. Okay. Okay. Was ist denn hier? Warte mal. Was zum Teufel? Was ist das? Das ist kein Blut, das ist so klipper ölig irgendwie, ne? Das sieht so wie Öl aus. Und was ist das für Technik, Alter? Voll crazy, Mann. Ich bin verwirrt. Was ist das für ein Zeug hier? Was ist das hier? Das sieht so komisch aus. Dass wir uns kein Spinnen verstecken können, ist das schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Okay.
Ey Leute, das ist schwierig. Ich würde gerne den Feuerlöscher mitnehmen. Na, ich glaube, den brauche ich eh nicht. Looking better than expected. They're having a really Was? hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make Ding sure ab. To leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. Das sieht komisch alles I just aus. Need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Okay. How did I do that? Das frage ich mich aber auch. Das sieht hier irgendwie nicht so safe aus, alles. Hier kann man verstecken rein, theoretisch. Na gut. Ah, ich hoffe, wir bekommen irgendwann Taschenlampe oder sowas. Das war nix. Nichts Lebendes, also es war was Lebendes. Das heißt, das war doch was. Hätte das? Da ist was. Alter. Hab ja schon ein bisschen Schiss. Was ist das für ein Zeug hier? Ich will hier nicht weiter reingehen. Hallo? Was zum Teufel? Alter, was ist hier? Ah! Boah! Was? Was? Alter! Kannst du bitte mal ein Video überregen? Bitte? Warte doch kurz. Alter, das Ding hat gerade. Das hat sich bewegt! Warte mal ganz kurz. Mal kurz ausprobieren. Okay, immer wenn man zu irgendwas kommt, was sich bewegen kann, oder lebendig ist, kommt dieses Zeug. Weil das Viech lebt. Ich wollte ihm irgendwas machen. Auf jeden nicht. Boah, ich dachte gerade, das Viech springt jetzt nochmal irgendwie an oder so. Also wir sind hier doch nicht so alleine. Also ich weiß nicht genau, was das jetzt sein sollte. Das Viech hat sich kurz bewegt und. Ein bisschen Sachen finden. Es gibt hier Roboter. Wie weit sind wir denn hier in der Zeit vorne? Krass. Die kann man anfassen. Nur den kann man. Nur den. Okay. Ja. Was war das? Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Hm. Redet ihr mit uns? Ist das vielleicht nett? All die Dinge sehen nicht nett aus. Why are you like this? Hi du. Wie sieht denn echt nicht aus? Okay. Aber kann irgendwie in die Viecher so rein. Ich fühle mich total unsicher, wie ihr merkt. Ich habe keine Ahnung,
Ich kenne das Zeug ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das ist ein bisschen unauffällig, oder? Ich möchte nicht lang. Das Viech ist weg, oder? Das ist einfach nur dunkel. Ja. Eine Viech, was eben hier war, ist einfach weg. Und macht sie jetzt zu schaffen, oder was? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ja, meint es. Hallo? Hallo? Tot. Oh Mann. Okay, ich glaube, es ist noch ein Art Tutorial, ne? Ah, super. Alter, ich will nicht mehr. Nein. Es ist schön. Es war echt Spaß bisher, das Spiel. Aber es ist halt ein Horror-Game und ich muss zugeben, Horror-Game hat bisher so noch nicht so wirklich gespielt. Oder relativ wenig. Vielleicht sollte ich nicht rennen. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Ist das da lang? Okay. Das Zeug hier sieht echt komisch aus. Sieht verdammt komisch aus. Hinter letzte Viech das Zeug oder so? Was war das, da lang gelaufen ist oder wie? Und ist das überhaupt ein Viech oder was macht das? Oder ist das freundlich oder. Ach, freundlich wahrscheinlich nicht. Auch zu. Ist alles zu, Mann. Na du? Bin ich hier richtig? Das ist die Frage. Auch ist die abgeschlossen oder das geht die doch auf? Muss doch irgendwie rostig oder so sein, oder? Ich weiß nicht, wie lange hier nichts gemacht wurde, aber. Ha! Keine Ahnung. Was zum Teufel? Warum geht einfach das scheiß Licht aus? Scheiß Spiel, Alter. Darf ich mich weiter belegen oder? Darf ich mich bewegen oder sterbe ich dann direkt? Ich schleiche mal lieber lang. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Das ist hinter der Tür da. Wehe Spiel. Du sagst, ich soll da rein. Ich bin neugierig, was das ist. Ich gehe erstmal weiter. Kurzes Stück. Aber vielleicht muss ich da ja noch gar nicht rein. Oder soll ich nicht? Vielleicht geht's da im Endeffekt weiter. Ach komm. Ich gehe da jetzt rein. Das sieht nicht gesund aus. Buch? Genau. Alter, was mich erinnert? An Alien Isolation, das wurde. Das hat das aber runtertropft. Was löschen das vorne schönes? Oh. Omni-Tool. Okay.
Das Omnitool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme. Schön. Die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen deren Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logik Diagramme automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omnitool sein Programm auf unbewusste Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omnitools ist für grundlegende und automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal physisch verbunden sein sollte. Zum Upgraden Ihres Gerätes stecken Sie einfach die Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omnitools verfügt über einen Standard C1121-Anschluss, in den die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Okay. Der Hilfssteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in denen eine Vielzahl an Werkzeug-Chip-Modellen passen. Darunter unter anderem das Zeug da. Kommt mir nicht ganz kurz davor, das Teil irgendwie. Upsala, falsch hast du. Schwierig. Okay. Also, wir haben das Teil. Ich habe gar keine Ahnung, für was wir das brauchen. Aber hey. Wir haben ein Omnitool. Das hat nicht jeder, oder? Aber wahrscheinlich schon. Zu der Zeit. Okay. Ich schleiche mal ein bisschen, Leute. Weil ich fühle mich hier null sicher. Wahrscheinlich gerade das Spiel über nicht. Ach komm, ein bisschen laufen können wir. Das ist eine Lüftungsschächtung. Nur weil ich gerannt bin, hat es mich gehört. Verfolgt mich das scheiß Viech. Ja, wie bei Alien Isolation. Scheiße. Nur weil ich ein Stück gerannt bin. Deswegen hat es wahrscheinlich gehört. Alter. Scheiße. Okay. Ich renne hier nicht mehr lang. Das ist doch da. Ich gehe doch jetzt da lang, Alter. Aber okay, wenn es nichts gesehen hat, ist es vielleicht woanders jetzt. Alter, das ist doch so eine Falle. Das ist doch so eine verfickte Falle. Ah, shit. Aua, tut weh. Kann ich mir gut vorstellen. Aua. Okay. Warum tut mir weh? Okay. Hallo? Hier geht's weiter? Ich hier auch. Ah ne, hier ist wieder so ein Gitter. Okay, Leute. Das Spiel ist echt crazy. Crazy. Okay. Error. Schwenken. Hä? Nochmal, was steht da? Wie geht das? Hä? Was? Muss doch einfach hier. Upsala. Okay, nochmal komm. Wie schwenken?
Okay, wir dürfen hier nicht lang. Oh, ich mach's falsch. Oh Mann, Leute. Das ist hart. Alter, das Viech da gerade war, Alter, das hat mich ein bisschen. Bisschen springen. Was nochmal? Auf keinen Fall rennen, das ist der größte Fehler, den wir machen können. Das heißt, man wird verfolgt. Also ist das nicht das Klügste. Was wir dann machen? Mit dem Ding hier irgendwas auf sich? Mit dem Ding vielleicht. Aber was? Oh, Entschuldigung. Hä? Hm. Soll da irgendwas dagegen hauen? Ich bin dagegen auch so weh. Es könnte sein, dass wir jetzt Probleme bekommen. Ich weiß dagegen hauen. Sieht mich aus, als ob da irgendwas kaputt wäre. Alter, dieses Game. Haben wir da drin was übersehen? Kann das irgendwie sein? Ich wusste jetzt gerade nicht. Ich hab nicht irgendwas. Ich würde gerne probieren, das Viech da anzulocken, aber ich glaube, das ist eine richtig dumme Idee. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier so in diesem halben Tutorial sterben, ne? Aber ich glaube, wir müssen nicht dauernd kriechen. Ich will auch nochmal laufen, solange wir nicht rennen. Hm. Schwierig. Ich glaube, dass wir hier irgendwas machen müssen. Gehen wir mal weiter. Kommen wir nicht rein. Strange. Ich bin sehr sicher, dass es irgendwas mit den Dingen zu tun hat. Kann ja nur, oder? Das ist das Einzige, was jetzt hier komisch ist. Aua. Das tut schon weh, ne? Aber ich weiß nicht, hä? Oder hier so? Aber da kann man auch nichts machen, ne? Leute, ich bin überfordert. Ja gut, schwierig. Geht noch mit dem Raum ran. Ansonsten würde ich sagen, mach einfach mal einen Cut und guck mal, ausgekriegt, ob ich das finde. Kann ja nicht sein. Hier oben irgendwas? Muss ich noch was hochschmeißen? Schaut's ja nicht. Aber was ist hier halt nichts mehr? Ich wüsste nicht, was ich jetzt übersehen haben wollte. Sieht auch nicht aus. Das heißt, wenn, wäre das ja unnötig. Ich gehe da jetzt nochmal rein in den Raum. Hier irgendwas vergessen? Alles zu. Lol, waren wir hier schon dran? Ich glaube schon. Und hier war ja auch nichts gewesen. Nee. Vielleicht doch unter dem blauen Zeug auf sich, aber das wenden. Lol. Ein Typ, ne? Und Kopf fehlt. Und so eine Rüstung.
Jetzt haben die Viecher vielleicht damit gekämpft gegen die Hobo. Leute, ich habe keinen Plan. Und ich würde sagen, das Rätsel oder zum Beispiel durch den Schild werden wir nächste Folge dann gehen. Ich werde mal gucken, wie das geht. Ich mache sowieso erstmal eine Aufnahmepause. Ich noch relativ schnell meine Folge raushauen kann, weil das Spiel ja erst vor ein, zwei Tagen rauskam. Und ich hoffe, es hat euch bis hierhin so gefallen, auch mit den Voll-Fails von mir. Jetzt gerade auch. Aber hey, es ist halt schwierig. Wahrscheinlich habe ich mich einfach voll blind gerade. Und ich glaube, pipiert einfach nicht. Ich bin einfach zu dumm für das Spiel. Ich möchte da nochmal hingehen. Aber ich will, hey. Aber komm, hier lang gehen, dann geht hier nicht weiter. Naja. Das war's erstmal für die Folge gewesen. Und dann ein Dankeschön fürs Zusehen und tschüss und bis zur nächsten Folge von Soma.